Ich bin gerade auf dem Weg zum 34er, bretter hier gerade lang und dann sehe ich auf einmal das hier. OMG, hart in die Bremsen, hier bleibe ich. Also, zack, direkt gewendet und guckt euch das an, diese Dichte an Spots und diese Dichte an verschiedensten Populationen hier auf halbem Weg zum 34er. Zack, raus damit mit der Route und direkt ein bisschen probieren. Ich bin gerade schon hingebrettert zum 34er oder war auf dem Weg dazu. Und hab gedacht, komm, die nächsten Prozente machen hier am Nordmeer schön auf kleine Fische mit den Shrimps. Und ja, auf halbem Weg sehe ich dann sowas, so eine Übereinanderstapelung, dicht auf dicht, verschiedenste Populationen oder verschiedenste Spots, die man da sieht, eben direkt hier auf einem Haufen. Ich habe gerade schon mal ein bisschen reingeworfen und man sieht eben hier von großen Makrelen, Köder natürlich dabei, Sardine, Wittling, je nachdem welchen Köder man eben drauf hat. Das muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen testen, welcher Köder, und ja, das wird dann mit Sicherheit auch gut reinrasseln. Gerade wenn man sonst jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen rumprobiert hat und vielleicht am 34er oder drumherum eher so ein bisschen Flaute war, dann guckt man doch einfach mal noch ein bisschen auf Echolot und versucht dann da an der Stelle noch so ein bisschen mehr rauszuziehen, wo dann eben solche großen Populationen anwesend sind. Und das Krasse ist eben auch nicht nur, man kennt es ja, wenn man langsam fährt, dann sieht man kaum was hier. Wenn man schnell fährt, dann wird ja die Zeit zusammengedrückt oder die Strecke zusammengedrückt. Man sieht natürlich ganz vieles auf einmal. Dementsprechend ist ja dann häufig nicht so wirklich viel los, wenn man denkt, oh Mensch, ich bleib mal hier stehen und probiere das hier. Oder man kommt auf die Idee, das mit dem Echolot, das ist ja alles irgendwie Schnickschnack, das funktioniert ja alles gar nicht so richtig. Ich gehe einfach dahin, wo ich immer hingehe und schmeiß einfach rein. Wenn du noch nicht so ganz sicher bist mit dem Umgang mit dem Echolot, ich verlinke hier auch nochmal eben das Video zum Echolot. Hoppala, und direkt der nächste. Komm ran hier. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns das vielleicht einfach nochmal simpel an. Also das Ganze ist gar nicht so schwierig zu erklären mit dem Echolot. Wir haben hier das Meer, beziehungsweise wir haben hier das Meer. Füllen das mal eben. Das ist das Meer. Das ist der Himmel. Und dann haben wir hier unser rasantes Boot, was eben hier schön drüber brettert. So, haben wir den Kasten noch drauf. Perfekt. Und wir haben hier vorne an der Spitze, da haben wir unser Echolot. So, und das Echolot, das pinkt quasi hier straight up nach unten. Das macht das Echolot. Und das heißt, wir sehen auf der Map oder auf der Anzeige sozusagen, auf dem Monitor im Boot, was hier das Echolot sieht. Und zwar immer nur das, wenn wir jetzt hier so Fische haben zum Beispiel. Machen wir mal hier so einen Fisch hin. Dann kommt jetzt hier so ein Fisch. Und in dem Moment, wo die Population, also wir sehen nicht den einzelnen Fisch, sondern wir sehen Spots. In dem Moment, wo eben hier die Population erscheint, sagen wir mal hier jetzt so auf 5 Meter, dann wird uns das direkt angezeigt. Sobald wir natürlich da drüber gefahren sind, schwimmt der Fisch auf dem Monitor weiter nach links und verschwindet quasi aus dem Bild, denn der ist ja dann irgendwann weg. Genauso werden auch manchmal Populationen nicht angezeigt, wenn wir hier vielleicht direkt drunter nochmal einen größeren haben oder vielleicht ist hier dann nochmal eine kleinere Population, dann wird das alles nicht angezeigt. Das kann halt passieren. Und das heißt, wir haben hier dann vielleicht auf dem Monitor nur 2 angezeigte und man sieht dann vielleicht gar nicht alles, was da eben noch hier unten rumschwimmt. Das nochmal ganz simpel erklärt zu der Funktionsweise hier vom Echolot. Wie gesagt, das komplette Video zum Echolot ist da natürlich deutlich komplexer erklärt,
aber das sollte ja reichen. Und ich bin schon wieder mächtig abgetrieben hier und habe meine Route sogar bis auf Grund runtergelassen. Verdorrig. Also, ich bretter jetzt nochmal direkt zum Spot und dann gucken wir uns das einfach an. Und was da jetzt wichtig ist, ich fahre auch gleich langsam ran, um zu sehen, dass da eben auch eine ordentliche Dichte vorhanden ist. Jetzt gucken wir gerade mal eben, wo wir hier hingetrieben sind. Und da muss ich natürlich auch Gas geben, dass ich hier noch in meiner Happy Hour ein bisschen Prozente mache. Ein oder zwei würden mir ja schon reichen. Also, losgefahren einfach hier aus der Base, straight up rüber. Und wir landen, ich meine hier, wo dieser Winkel ist, diese kleine Ecke, da war das. So, hier dieser, genau, links neben dieser Linie. Und hier sehen wir es auch schon. Ich gehe sofort runter. Da geht es auch schon los. Vorne an der Spitze kommt der nächste. Wir fahren drüber. Am Bild schwimmt der Fisch jetzt quasi vorbei. Das heißt, wenn wir jetzt hier auch langsam, da kommt direkt der nächste. Da kommt der nächste. Das ist halt ein richtig gutes Zeichen, ne? Also selbst wenn man langsam fährt, jetzt fahre ich nochmal ein bisschen zurück. Jetzt, ihr seht, die springen jetzt nach hinten. Das sind die gleichen Spots. Die springen jetzt alle aus dem Monitor wieder nach hinten. Also wir fahren gerade wieder drüber. Deswegen erscheinen die quasi direkt an der Linie. Hoppala, verklickt. So, jetzt machen wir mal den Motor aus und jetzt runter hier. Das ist halt die ideale Methode, um rauszukriegen, wo sind die Populationen, wo sind die Spots. Da muss man gar nicht viel suchen oder stundenlang hoffnungslos übers 34er brettern und sich denken, oh, ich fange nichts, sondern einfach mal Augen auf, das Echolot verwenden, das Ding funktioniert, das hat eine Funktionsweise, die auch drin ist im Game. Und dann einfach mal nutzen, verschiedene Köder natürlich testen, damit man weiß, was hier funktioniert. Ich bin jetzt gerade hier mit den kleinen Shrimps unterwegs, auch schon ordentlich abgenutzt, die Dinger. Aber hier einmal in Pink, in Rot und in Gelb. Und dann teste ich jetzt hier einfach einmal so auf ungefähr 10 Meter Tiefe, je nachdem, wo eben hier die Populationen sind. 1 Meter und 5 Meter sogar, super flach, da haben wir schon den Biss. Blaue Wittlinge, okay. Blauer Wittling kann man auch schon mal so versuchen zu beangeln. Und zwar einfach so mit dem, fast wie Jiggen, direkt an der Oberfläche langziehen. Und da muss man gar nicht so viel absinken lassen. Die gehen da auch schon mal ganz gerne rein, wenn man da einfach nur so ein bisschen durchkurbelt. Vielleicht ein bisschen weiter auswerfen und dann laufen die schon mal ganz gut. Also wenn ich da eine Stelle habe, wo der blaue Wittling ist, werfe ich gerne mal so 20 Meter aus, ziehe über die Stelle, gerade je nachdem, wo man halt hintreibt, dann immer wieder hinwerfen zu dem Spot, wieder einkurbeln, zwischendurch dann einfach auch mal wieder absinken lassen, wenn nichts reingegangen ist. Also dieses Absinken lassen, das kann man ja immer machen, ne? Jetzt haben wir hier was auf 17 Meter. Also ganz verschiedene Höhen, wo was drin ist. Auch mal so ein bisschen unpopuläre Höhen. Sonst ist ja häufig das Gleiche mit 10 Meter, 15 Meter. Ja, und jetzt ziehe ich hier durch und hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. So, einiges an Farben jetzt schon probiert. Und was hat sich herausgestellt? Grün wollen die Fische haben. Und zwar genau hier der blaue Wittling. Der will am ehesten wohl grün haben. Hier waren gerade eine ganze Reihe in Folge. Zack, 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 die Wittlinge. Und das sind wahrscheinlich auch die Fische, die hier so in großer Population an dem Spot rumlungern. Und die haben wohl Bock auf grünliche Shrimps. Deswegen habe ich gerade nochmal alles umgebaut. Ich hatte gerade noch den schwarzen und den roten dabei oder vorher noch den pinken getestet. Und jetzt hier mit der grünen Kombi, also 6,507. Das scheint wohl gut zu funktionieren. Und wie gerade auch schon gesagt, ich lasse absinken. Und kurbel dann einfach nur so ein mit 50 und Shift. Und dann kommt hier das Pilken. Und dann passiert das eigentlich schon in der Regel, dass man dann beim Absinken lassen oder dann wieder beim Reinkurbeln, dass dann der Biss kommt. Und wenn ich dann irgendwann beim Einkurbeln hier bei 5 bin, lasse ich einfach nochmal absinken. Wir sehen, da vorne kommt schon wieder was. Zack, da haben wir den nächsten Biss. Und so muss man auch gar nicht viel machen, gar nicht so viel auswerfen. Sondern immer nur dann wieder auswerfen, wenn wirklich ein Biss da ist. Und man zieht ja quasi dann nicht umsonst durch. So, weitermachen, Prozente machen. Ich hoffe, es hat geholfen. Wenn ja, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.